Das Local Colors Verfahren basiert auf der Verwendung von Abfallstoffen. Zum Beispiel unsere Zwiebelschalen stammen von einem Aargauer Bauernhof. Das ist in der Textilindustrie neu, denn bisher wird immer mit synthetischen Farbstoffen gefärbt. Also das Local Colors Projekt ist für mich ein besonderes Projekt, weil das einen Bezug zur grünen Chemie hat. Was mich da interessiert, ist die Machbarkeit mit modernen chemischen Methoden zu zeigen, ob man mit pflanzlichen Abfällen dann wirklich nachhaltig färben kann. Das Schöne ist dann wirklich auch die Machbarkeit in der Industrie zu zeigen.